Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play The Forest mit dem sehr verehrten Herr Laumix nach einer kleinen Weekly-Pause. Der Herr ist wieder wohlauf. Naja, nee, aber ich muss ja wohl. Ja, müssen. Ich habe jetzt Semesterferien, jetzt kann man sich wiederholen, jetzt kann man sich erholen. Genau. Ich guck gerade, wie gesagt, ich brauche eine neue Grafikkarte, das wiederhole ich ja schon regelmäßig. Und ich habe gerade eben was sehr Schönes gemacht. Geh mal ganz kurz in die Einstellung. Ja. Und guck mal. Oben bei Advanced Settings, bei Renderer, was bei dir da steht. Renderer, different, recommended. Deferred, ne? Mach mal Legacy. Legacy. Guck old, mal nach draußen. Sieht das bei dir auch nach Feenwald aus? Nach draußen, nach... Ja, sieht das bei dir auch so? Krasser Leuchteffekt. Ja. Wir haben Himmel mit Sterne, die eigentlich Bäume sein sollten. Ist cool, oder? Also ich finde das irgendwie geil. Also ich werde so jetzt nicht spielen, ich werde es jetzt zurückstellen, aber irgendwie finde ich es voll geil. Nice Effekt. So, wir gehen wieder auf Different. So, wir haben gerade vorhin, bevor wir die Folge angefangen haben, ein paar Schreie gehört. Mysteriöse. Und ist da unten wer? Ne, das ist nur ein Baumstumpf. Und ich will es euch nicht vorwegnehmen, als ich noch, eben wie letztens noch zwischen den Folgen gemacht habe, wo ich dann den Stick repariert habe, der ja leider letzte Folge ein bisschen in Bruch gegangen ist. Da ist mir dann... Ja. Da ist mir dann so ein fetter Klopp über den Weg gelaufen. Ich habe gedacht, okay, da macht's jetzt Stopp. Und ich wollte jetzt mit dem Let's Play ganz groß öffnen, wie wir den niedermachen, aber... Der ist weg. Der ist weg. Spiel gestartet und weg. Oh, was? Ja. Hab ich gedacht, oh wow, das wird so ein Battlefield, kannst du gleich fettes Fortnite raufnehmen und Clickbaiten, bla bla bla. Nee. Ja, was machen wir jetzt? Lass doch mal zur Abwechslung bauen. Nein. Ja. Ich würde. Ich gerade noch ein bisschen an meine Einstellung rum, aber ja. Ich kann gerne schon mal was vorschlagen. Also ich mache mal einen Vorschlag, dass wir jetzt da dann warten, bis es Tag wird. Und dann Ressourcen sammeln und dann vielleicht ein bisschen mehr die Gegend auskundschaften. Oh ja, gerne. Dass wir das jetzt sowas machen, weil ich habe ja einen Bogen mit Pfeil. Da können wir beim Jagen um einiges mehr machen. Sprich, wir werden uns die Folge jetzt wahrscheinlich dafür hernehmen, dass wir uns dementsprechend ausrüsten, soweit es halt geht. Und nächste Folge dann einen Rundgang machen, oder? Ja. Und vielleicht übernächste Folge oder... Oh. In der Session vielleicht sogar noch mal in einer Höhle hinein lugen, aber da bin ich mir noch nicht so sicher. So. Ja. Wie überbrücken wir die Nacht? Wir könnten schlafen, oder? Schlafen gehen im Prinzip. Also ich habe gerade eben schon gedacht, irgendwie traue ich den Betten da oben nicht so ganz, leider. Meinst du? Naja, ich weiß nicht genau, weil es kann ja tatsächlich sein, wenn wir wieder aufwachen, dass wir dann irgendwie draußen landen. Das fände ich irgendwie nicht so cool. Ja, vor allem hier ist die Wand auch noch nicht fertig, ne? Ja, aber ganz davon abgesehen. Da müssen wir eigentlich draußen rundherum noch einen so Balkon bauen. Ganz kurz. Dann dürfte es eigentlich ziemlich abgesäfft sein, was das betrifft. Custom High? Also so auf Bettwand, ne? Ah, ja. Bett. Ja, genau. So, hier ist alles still. Einzimmer Adler hält Wache über das Dorf, das noch nicht existiert. Ich bin auch immer so. So das Bedürfnis da drüben auf diesem Hügelplateau eine Lagerstätte zu bauen. Was wie ich. Ja. Wo genau? Dort, wo die Brücke hinführt. Also dort. Hier bei diesem. Großen. Ja. Vielleicht irgendwann so eine große Lagerhalle oder sowas. Vielleicht in irgendeinem Stream man irgendwann mal. Können wir machen, irgendwann mal, ja. Will nicht spoilern. Ach ja, da hatte ich ein vergnügliches Erlebnis, wie ich mich hier ausruhen wollte. Achso, und rausgefallen bist du? Ja, aber Gott sei Dank auf den Steg da unten. Ja, das ist gut. Das wäre sonst ein bisschen blöd gewesen. Ja, hoffen wir mal, dass wenn die Wand dann da steht, dass man dann nicht mehr rausbackt, ne? Ja, das hoffe ich auch. Oder zumindest in die Wand backt, das wäre auch schon mal... Ja, oder in die Wand, dass man wieder ins Haus gehen kann dann. Genau. So. Das wäre ätzend sonst. Ja, also gehen wir schlafen auf Risiko oder auf Sicherheit? Frage. Ich gehe auf Sicherheit. Auf Sicherheit, komm. So. Risiko ist vielleicht jetzt für den Anfang ein bisschen scheiße. Ich save jetzt mal zuerst nochmal.
Nicht, dass wir jetzt da wieder so eine Horde Na dann gut, haben. es ist ja nichts passiert. Oh doch. Seit eben. Ja, ich will das nicht wiederholen. So, ich warte. In diesen Na, warte kurz. Zeitschriften irgendwas Werbekissenbett. Zack, so. Und da sind wir hellfrisch am Tage und wir sagen, wir machen uns auf Jagd und so. Ja. Ja, hier ist ja noch gar kein. Gar kein Gitter, ich muss mich da nochmal dran gewöhnen, dass hier noch Ja, kein Gitter das ist. kann man so nebenbei eigentlich noch machen. Ich nehme mal Pfeil und Bogen. Also, da muss ich Feuerzeug weg tun. Fastest. Die Grafikeinstellung Fastest. Jawoll, durcherschossen. Ich liebe den Bogen. Sieht voll scheiße aus. Fastest? Ja, ich hab Highest. Alter, unten gibt's so viele Lurche gerade. Ich muss mir eine Grafikkarte kaufen unbedingt. Die ist so scheiße. Ich hätte Zeit zum So Verkauf. scheiße. Was denn für eine? Eine GTX 750 SC Edition, also super clockert. Und eine GT Ja. 610, wobei ich würde eher die GTX 750 empfehlen. Wieso hast du die zu verkaufen? Weil ich eine neue mittlerweile drinnen habe. Ach so. Eine GTX 10.000, also 1070 mit 6 GB RAM. Also RAM. Oh, ich muss unbedingt was essen. Ich Ja, ich glaube, ich gehe auch. mal Es müsste raus. eigentlich davon irgendwann ein Fleischtrockner hängen. Ich Da habe auch noch ein Reh. okay. Ja, davon ist ein Fleischtrockner, den habe ich da zwischen den Folgen gemacht. Da ist noch was Wir oben. haben doch oben auch einen. Da wollte ich probieren, wie das. War angeblich so. Also, man kann Gegenstände, die man craften will, mit. War das mit R? Nein, mit R ist rotieren. Mit irgendwas kann man dann den Bauplan umändern. In groß und klein. Und das soll so irgendwie beim Trockner auch funktionieren, aber ich habe es bis heute noch nicht zusammengebracht. Was immer Okay. Blödsinn mit den Kleinen, was du jetzt nicht wirklich viel aufhängen kannst da. Habe ich noch Generic Meat? Nee. Aber ich habe. Ach, ich habe den Leuchter gerade wieder hingehängt. Ich will aber den Leuchter essen. So, warte. Ich Wo häng ist er? da mal Danke. den auf. Kann man eigentlich einfach in Holzhäuser irgendwie seine Lager machen? Ach, wir haben gar nichts mehr. Lager? Inwiefern Lager? Also Quatsch, seine Lager, sein Lagerfeuer machen und Ja, dann brennt sicher. das Haus nicht ab? Nee, das brennt nicht ab. Es brennt nur ab, wenn es dann. Na, nicht einmal dran, glaube ich. Ein Cocktail Haben wir dagegen Wasser? wirfst. Wasser? Weil ich bin dursttechnisch Ja, jetzt ich am auch. Ich mach da Ende. gerade. Aber du kannst es gerne nehmen. Ich nehme dir dann einfach ein Soda. Okay. So. Dann nimmst du dir das Wasser. Uah, Habe zack. ich eigentlich noch einen Topf? Zwei Pfeile. Nee, mein Topf ist weg. Wo ist denn der zweite Topf? Schon wieder. Ach. Das ist da drum, ist meiner. Ja, aber ich habe keinen im Inventar. Hast du noch einen Okay. zweiten? Nee, ich habe keinen zweiten. Sicher. Ich schau noch mal nach, ganz Weil sicher. es ist Oh, nämlich unser ich habe was zweiter. anderes, ich habe was anderes. Das, wobei ich baue das da mal am Weg hin. Zack. Weil dann ist nämlich unser zweiter Topf auch wieder weg. Ah, super, haben wir das wieder. So, ich Oh, probiere es noch einmal im Let's Play, um das zu was? zeigen. Man kann da Das jetzt Lagerfeuer ist platzieren, gerade ne? auseinandergefallen. Bevor das und der Topf ist leer wieder. Oh, fuck. Ja, kannst du da nehmen und Ding auffüllen. Und ich kann das da gerade nicht umändern. Das funktionierte irgendwie nicht. Entweder habe ich das falsch ausgewählt oder keine Ahnung. So, das Water Sieht Collector. nicht. Ach, hast du eine Schildkröte? Ja. Oh. Hatte ich Guck definitiv. Jetzt mal. muss ich noch Stickies sammeln. Wieso geht denn das Lagerfeuer irgendwann kaputt? Das ist total Das mit scheiße. den Steinen müsste nur alles erhalten bleiben, so dass du nur noch Stickies nachlegen musst. Nee. Okay, strange. Ich muss. Ach so, ja, stimmt. Stöcke und Laub. Genau. Noch zwei Stöcke. Also sieht von manchen Stellen so mies aus im Wald, wo einfach nichts mehr außer Baumstümpfe sind. Oh, Stickies, zwei Stück. Ich bin ja gerade am Sammeln. Da ist ein Reh, ich habe einen Pfeil und Bogen. Wäre cool, wenn du das Lagerfeuer mal. Ah, warte mal. Hey, ich denke, die ganze Zeit, die sind Stöcke. Aber das sind keine Stöcke. Ich habe Stöcke.
Ja, dann machen wir Quick leider Select. Feuer. Ach, das kann man machen. Cool. Ja, ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Ich eile. Mit Weile. Ich wollte gerade sagen, ich wollte es gerade sagen. Du hast ja deine tolle Sticktasche, ne? Das ist Ja, ganz wichtig. genau. Und nicht zu vergessen, ja, lass mich rein. Mein unvergleichliches Reparier-Tool. Ja, das habe ich aber auch schon jetzt. Ah ja. Nichts mehr unvergleichlich. Mein Ah, ich hab. unvergleichliches Reparaturtool, bitte was? Ich hab einen Skull. Yay. Damit ist eine neue Ein was? Laterne. Ein Ein Squirrel. Skull, ja, ein Totenkopf. Ach, ein So. Skull. Ein Skull. Skullbello. Skull. Skull, ja. Skull. Skalbello? Ich kenne nur Labello. So, dann haben wir da wieder Lizard-Skin drauf. Hasenskin? Was war denn das? Wo war denn hier das Reh? Hier war doch gerade eben noch ein Reh. Ja, das ist weg. Das ist despawned. Ach cool, ich habe Hier eine sind Be lauter Rehe. Hier sind die ganze Zeit Rehe. Ich habe eine Tasche jetzt da. Das ist sehr nice. Da, warte, stopp, nicht bewegen. Nicht bewegen. Du bleibst jetzt stehen. Hä? Alter, Was? wie mies ist das? Das läuft jetzt da mit einem Pfeil im Warte mal, Brustbereich warte rum. mal, warte mal. Das Reh hier? Ja, das da. Ah, okay, jetzt hast du es schon. Schade. Das ist seitlich mit einem Pfeil drin herumgelaufen. Das ist echt mies. So. Das Fleisch hänge ich wieder zum Auftrocknen, ja. Warte mal, ich nehme das Reh hier auch noch mit. Jo. So, Pfeil und Bogen ist schon eine schöne Geschichte. Ja, aber für Rehe nicht so geeignet, finde ich. Doch, man kann es mit One-Shotted auch machen. Das ist also Alter, mit wieso einem ist es jetzt Schuss, weggerannt? weil es dich gesehen hat. Das kann ich nicht gesehen haben. Ich finde schade, dass wir diesen Menschenkopf da jetzt nicht mehr wegnehmen können. Alter, wieso rennt denn das random einfach weg, das Reh? Es hat eine gewisse Box, also Notification Box, und da darfst du nicht so nah ran. Geh mal wieder Sticky sammeln. Ah, ist wieder finster. Das heißt, wir werden jetzt wahrscheinlich wieder Besuch bekommen. Oder auch nicht, vielleicht haben wir wieder eine ruhige Nacht. So, ich habe ein Reh. Wir haben auch nichts mehr frei, wo wir Sachen aufhängen können. Ich weiß noch immer nicht, wie man den großen Drawer macht. Das würde ich echt zu gerne Noch wissen. ein Also, zweites Reh. falls einer von euch, also von den Zuschauern, die dieses Video gucken, weiß, wie man den großen Drawer macht, also den großen Trockner, dann schreibt das bitte in den Kommentaren. Ich habe schon so einiges versucht und gegoogelt, aber habe nichts gefunden. Also nochmal die Bitte, falls ihr da etwas wisst, was ich nicht weiß. Was jetzt da Crafting anbelangt, dann bitte in den Kommentaren. Dankeschön. Im Voraus. Zack, zack. Was genau ist das hier? Wenn es wie Ein, Muschiklaus eine aus. Tierhauthänger. Ein was? Ein Tierhautaufhänger. Also meinst du oben bei der Base? Ich dachte, du bist jetzt schon wieder irgendwo. Nö, nö, ich habe eine ganze Menge Tiere heute da. So viele Plätze haben wir gar nicht. Ja, Dann frage ich dir bei mir. irgendwie kann man Gibt die es dann ganzen einen Sachen. Tierkopf? Ja, das kann man auch machen. Das hängst du dann so an die Wand als Trophäe. Ach so, aber das kann ich nie einfach so an die Wand hängen, oder? Nee. Also Warte so wie es mal. wir bei der Jagdtücke, ja. Jagdhütte haben. Ja, aber wie macht man das jetzt am schlauesten? Also, warte mal, wenn ich jetzt hier. Wo ist denn da? Ist das bei Effigies? Jetzt ist. Warte mal, ich guck mal. Das ist bei Storage. Nee, nee. Custom Decorative Skull. Full Head Ja, Trophy. Decorative Skull. Genau, Skull. Also, das ist für Menschenköpfe und das andere ist für Trophäen. Ich muss was trinken, ich sterbe gerade vor Durst, oder? So. Zack. So, bam, 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 da, 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 da. Den Zaun müssen wir dann auch unbedingt mal fertig machen.
Ach, da liegt ja der Kopf. Kriegt man nicht, wenn man Blueprint abreißt und Sachen schon rein investiert hat, kriegt man die dann wieder? Wenn sie noch im Blueprint sind, noch nicht fertig, dann bekommst du sie, ja. Okay. Ach, cool. Teste da mal was, wie das ausschaut dann. Aber wir haben so viel Lizard Skin. Hä? Dieses voll bugfreie Spiel. Was hast du denn gemacht? Eine Head Trophy, aber ich kann nichts dran machen. Okay. Das ist ja super. Ach Leute, dann lass mich das doch wenigstens abreißen irgendwie. Reiß ja nicht die Hütte ein, ich warne dich. Nein, 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 das hatte ich nicht vor. Hä? Ah, ich glaube, ich weiß, woran es liegt. So sieht also dann die Rüstung aus, wenn man die trägt. Interessant. Uah. Achso, du. Ja. Was machst du da? Du hast geguckt. Meine Mutter. Ich habe die Feuerwerks ausgerüstet. Da darfst du mich nicht fahren. Oh, das wollte ich nicht. Wow. Ich nehme mal einfach zack, zack. Ich will die Rüstung da sehen, wie die fertig aussieht. Hallo. Hallo. Ich finde es auch super makaber, wie es halt immer heißt. Decorative Skull. Dekorativer Schädel. Ja, vor allem sehr überlebensnotwendig. Ja, naja gut, ein bisschen Inneneinrichtung kann nie schaden, auf jeden Fall. Ah, so sieht also die... Ich hier gerade gar nichts mehr. Ah, so sieht also die Rüstung aus. Ich glaube, das ist nur noch sinnvoll, wenn man die Knochenrüstung hat. Dass man die dann ausstellt, quasi. Wollen wir mal schlafen gehen? Ja, können wir ja gleich machen. Was machst du da? Ich rüste mich aus. Ah, du bist im Haus. Ja. So. So. Geh mal. Mal schauen, ob wir überhaupt schlafen können. Wir können ja nicht schlafen. Das ist schon ein bisschen blöd. Fast so wie bei Minecraft, dass man tagsüber nicht schlafen kann. Hä, aber wieso können wir nicht schlafen? Das weil. Ist total schwachsinnig. Ja, weil da zeigen sie voll Nacht. Ist. Ja. Aber den Zeiger, den sehe ich ja nicht mal. Wo ist denn der auf wie viel Prozent? Der ist. Ein Viertel fehlt noch. Also zu drei Viertel ist er voll. Jo. Hast du Wasser nachgefüllt? Nee. Mache ich jetzt gleich mal. Wäre nicht schlecht. Ja. Und ich gehe Sticky sammeln, damit wir deinen Zaun fertig bekommen. Ja, das wäre gar nicht mal so ungeil, weil ich bin gerade eben schon fast runtergeflogen. Jedoch vorsichtig, weil wegen Nacht. Weil wegen Nacht, achso. Hast du irgendwo noch einen Dryer, Dry Rack hingepackt oder? Nee, habe ich nicht. Aber wir haben jetzt schon zwei voll auf. Das ist. Man kann auch leider nicht so viel mitnehmen, was Fleisch und so anbetrifft, getrocknetes Fleisch. Was ich eigentlich schade finde. Ach Gott, ey Leute. Okay, die Nacht scheint ruhig zu sein, Gott sei Dank. Wobei jetzt genau, weil ich das gesagt habe, wird es wahrscheinlich nicht mehr so sein.
Frag mich, wenn man eine zweite Tasche machen würde für Stickies, ob man dann noch mehr tragen kann. Ob man dann 40 tragen kann. Genau. Ich denke, es gibt auch eine Oberbegrenzung für Taschen. Es macht ja keinen Sinn, dass du mit Taschen upgraden kannst, aber dann 80 Taschen mit dir rumschleppst. Das wäre ja irgendwie total Quatsch. Ja, Oh. gut, Minecraft kannst du auch steilen. Besuch. Nein, ich habe hier nur gerade einen sehr lustigen optischen Bug. Oh. Ich bugge mich gerade, soweit ich das sehe, über eine Wand. Eine Wand. Und jetzt überfordere ich gerade die Depth of Field ein bisschen. Ist das Witcher im Hintergrund? Warte. Ja. Ja, ich wusste es doch. Das ist Geralt von Riva-Thema. Genau. Geralt von Riva. Hallo Spinner Geralt. Darf ich mal Ihre Sicherheitsmarke sehen? Ola. Ja, geht voran mit Warum dem kann ich denn Bau. jetzt. Hä? Warum kann ich denn jetzt kein Weekspec? Oh Keine Mann. was? Kann ich nur einen Weekspec haben? Ja, nein, du. Ich habe zum Beispiel zwei. Ich glaube, Warte die restlichen musst du dir gleich craften. Also ich habe zwei. mal. Warte mal. Wie lege ich denn Sachen hin? Droppen tust du mit G. Mit Oder wie G. meinst du? Ah ja, passt, passt. Kann ich jetzt einen Weekspec craften? Ja, jetzt kann ich einen craften. Ah, gut. So, ich bekomme schon wieder Hunger wie ein Wahnsinniger. Und du, hast du Wasser aufgesetzt? Ich habe einen Bug gefunden, glaube ich. Oh ja, mit dem wäre ich nicht. Mit dem kann ich nicht meinen Durst stillen. Mit dem Bug? Nee, aber ich habe. Ach, ich kann wirklich nur. Nein, hier liegt. Ach, ich kann echt nur. Ach, ich kann echt nur einen Weekspare aufnehmen. Ich habe zwei Weakspear upgraded und einen normalen. Ja. Upgrade normal, das habe ich auch, aber ich kann hier keine normalen 2 Weeks mitnehmen. Okay. Aber natürlich 10 Stöcke. Aber keine 2 Lanzen. Weil damit könnte man sich ja verteidigen und so. Wir sind übrigens bei 22 Minuten. Okay. Naja, warte, ich nehme mal schnell das Holz damit und dann mach mal einen grünen Abschluss, wie wir den Zaun fertig. Halbwegs fertig. Gerade sagen, halb ich fertig, Moment. Ich höre schon wieder Schreie, die nichts Gutes verheißen. Nice. Also nein, nicht nice. So, ich arbeite mich wieder zurück. Brr. Am Survivalen. Wobei, momentan macht man nicht gerade unbedingt sehr viel Survival-mäßiges. Bauen halt. Minecraft. Mit anderen Grafikstil. Minecraft-Simulator 2017. Genau. Kann man, was kann man da schon essen? Du siehst gut aus. So, der Hunger ist gestillt. Ach, das Nein. wäre interessant. Die Blueprints werden scheinbar vom Rendern her nach den Post-Processing-Effekten erst aufgerendert. Okay. Also erst kommt die ganze Game-Grafik, dann kommen die Post-Effects und dann kommen erst die Blueprints. Das ist interessant. Die Blueprints scheinen auf derselben Ebene gerendert zu werden wie die Overlays. Weil guck mal, die Depth of Field, die beeinflussen nämlich die Blueprints nicht. So, während das, wo das eigentlich, während schon der Boden, auf dem ich stehe, unscharf ist und ich irgendwo in die Ferne gucke, sind die Blueprints immer noch scharf. Also die werden durchgerendert. Okay. Die werden dann nicht beeinflusst werden. So, Sam, Folgende. ja, Wir sind bei knapp Folgende. 25 Minuten. Ist eine gute Länge. Lass mich rein. Ich würde sagen, wir machen ein neues Haus, das noch nicht ganz fertig ist. Achso, es sind zwei Speere. Ach, Windows Folgende. Defender wurde aktiviert. Das ist ja nett. Warte mal. Leute, danke fürs Dabeisein wieder mal. Danke für den Launix, dass er wieder Zeit hat. Ja, Für ich die bin heutige todmüde Session. gewesen. Ja, die drückt man noch durch. Tja. Ich würde sagen, nächste Folge ist leider noch nicht wie geplant, dass wir reisen. Ich würde sagen, da werden wir Rohstoffe sammeln, beziehungsweise Essen und Nahrung. Ja, oder wir reisen einfach mal zwischendrin so ein bisschen. Das können wir auch machen. Mal Wir haben eine gucken. Menge Fleisch.
Mal gucken, das sehen wir alles in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, euer Erzor.